Wenn ich Computerspiele spiele, ist das ganz schlimm, weil ich nicht die Training habe, wie man braucht, um Computerspiele gut zu spielen. Dann habe ich zum Glück Doktoranden, die das besser können als ich. Oder eben gucke ich manchmal Let's Play-Videos an, wo man sieht auf YouTube andere Leute spielen. Und dann guckt man denen sozusagen über den Schulter. Ich bin Esther Sörensen. Ich bin seit 2010 Professorin für Kulturpsychologie und anthropologisches Wissen. Ich untersuche nicht, wie Spiele wirken, wie man vielleicht aggressiv wird, wie viele anderen untersuchen, sondern wie findet zum Beispiel Wissenschaftler überhaupt heraus, wie kommen die zu dem Schluss, dass Spiele gefährdend sein können? Und wie wissen andere Menschen in der Gesellschaft etwas über die Spiele? Die Mercator-Forschergruppe ist eine Möglichkeit, früh unabhängig zu sein. Dass man selbst die eigenen Forschungsthemen und Schwerpunkte setzen kann, aber auch, dass man Doktoranden hat, die zu dem Thema forschen können. Es geht immer auch hier irgendwo um Realismus, um realistisches Gehen, um ein realistisches Bild. Das ist für mich dann mal ganz schön, dass ich dann auch, ja, ich habe was gefunden, ein Match. Aber für mich ist es sehr wichtig, dass die Doktoranden lernen, das empirische Material sehr ernst zu nehmen. Es gibt oft eine Tendenz dazu, sehr schnelle Schlüsse zu ziehen. Für mich ist es wichtig, immer wieder nachfragen, statt irgendwie ganz schnell Muster zu erkennen. Unistrukturen in Dänemark, wo ich herkomme, sind viel weniger hierarchisch als in Deutschland. Machtverhältnisse sind viel egalitärer, als die hier sind. Für mich ist es wichtig, einen Teil von diesem Egalitären auch hier mit reinzubringen, weil das eine Grundlage dafür ist, dass man sich über Daten, über Zugänge, über Methoden und so vernünftig und konstruktiv unterhalten kann. Aber auch in der Unistruktur, weil ich finde das sehr, sehr wichtig, dass die Erfahrungen der Lehrenden, die weit von allen Professoren sind, auch tatsächlich mit reinkommt in der Erfahrung der Fakultät. Bist du schlechter in der Schule? Ja, schon. Gerade eben führe ich ein Lehrprojekt im Rahmen der InStudies zu Dokumentationspraktiken. Das ist wieder ein Projekt, das die Frage stellt, wie wird Wissen hergestellt? Wir haben Kinderschauspieler eingeladen, wo die Studierende dann die Kinder interviewen dürfte. Und zwar haben sie einen Interviewleitfaden genutzt, die Psychologen nutzen, um eine Diagnose zu stellen. Hallo Julia, schön, dass du wieder da bist. Das ist nicht höflich, immer zu sagen, ach so, das ist gut, nee, das ist nicht so gut, ja, okay. Und dadurch fühlt man sich als Interviewer komisch. Das zeigt, dass es bestimmte Übersetzungsprozess ist sozusagen. Verstehst du dann Worte oder Sätze nicht, die andere Kinder in deinem Alter verstehen? Das wird dann niemand da sitzen und sagen, ja, also die anderen Kinder, die sind schon schlauer als ich. Wissen wird sehr oft als ein Bild von der Welt oder von irgendeinem Gegenstand verstanden. Meine Art, Wissen zu verstehen, ist eben zu sagen, das ist nicht einfach ein Bild, sondern eine Repräsentation. Wenn die Unterhaltungs-Selbstkontrolle die Computerspiele alterskennzeichnet, das ist ein Wissen, das in bestimmte organisatorische Kontext hergestellt wird und dadurch repräsentiert, wiedergibt in ganz bestimmte Art und Weise, was dieses Kind kann oder kann. Punkt aus.